gespannt. Das Remake mochte ich halt schon echt gerne, wobei ich natürlich den alten Kampfstil sehr vermisse, weil ich das sehr, sehr gut fand bei Final Fantasy 7, aber, also beim ursprünglichen, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein richtig gutes Spiel gewesen und ich bin mir sicher, dass dieser Teil auch so wird. Bestimmt kommen jetzt gleich voll die langweiligen Sachen und ich denke nur, es kommt was Cooles und deswegen warte ich die ganze Zeit, aber, also dieser Hintergrundscreen sieht halt schon richtig nice aus, ne? Richtig gut. Richtig gut. Vielleicht muss ich auch gleich mal meine Kamera rausnehmen. Ich hoffe, mein Knopf dafür funktioniert. Falls da ein Video kommt. Spielstand wird überprüft. Beliebige Taste drücken. Das ist jetzt schon leiser mit dem Sound, oder? Finde ich klasse, dann habe ich eine gute Unterhaltung. Ja, es tut mir eigentlich echt leid, weil das jetzt schon das irgendwie 8. Spiel in, keine Ahnung, 2 Monaten ist und keins haben wir richtig zu Ende gespielt bisher. Da ist noch so viel offen. Ich muss das unbedingt alles noch nachholen, aber... Spielstand laden, geht das? Gibt ja keinen. Warte, er hat noch was überprüft. Überprüfe Spielstände. Ja gut, aber ist halt keiner da, weil... Oh, was bisher geschah, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Sie beruht auf dem, was ich sah, dem, was ich hörte und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe, aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Fast niemand. Denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Mako-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Aeris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Mako-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben und Verzweiflung machte sich breit. Aeris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Aeris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Aeris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Aeris zu retten. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies, dass Todgeglaubte länger leben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten.
Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Vor der Mauer des Schicksals sprach er es zu uns. Dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn, der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte. Das war so cool. So richtig cool. Hi, Catweasel. Das war so richtig cool. Ich muss mal ganz kurz eine Sekunde was umstellen. Warte, ich bin behindert, ganz kurz. Ich will einmal das Steam Deck, dass ich das hier nochmal anpasse. Ich will nämlich, dass ich auf Knopfdruck dann meine Kamera ausschalten kann. Vor allem, wenn wir da jetzt gleich wieder Videos haben. So. Ich mach das nochmal ganz kurz mal da rein, damit wir das haben. Dann geht's gleich los. Das ist bestimmt, weil ich so viel an den Szenen geändert habe. Ja, jetzt klappt's. Sehr gut. Das war alles, was ich wollte. Vielen Dank, Anonymous, für das Geschenke-Abo an Ketten. Ja, vielen Dank. Je mehr Hörbücher, desto länger bleibe ich hier kleben. Das ist gut. Also es wird auch noch, selbst wenn ich die aktuellen Spiele alle durchhaben sollte, haben wir halt noch, keine Ahnung, 10 offene Spiele aus dem letzten Jahr oder so, die dann auch noch alle zu Ende gespielt werden müssten. Achso, jetzt wurde ich mit der Maus hier gerade im aber hier muss ich ja wieder mein Ding zu müssen. Also, ja, dann fangen wir doch mal an, direkt. Ja, fangen wir mal an. Ich bin so gespannt. Gespeicherte Daten für Bonusgegenstände überprüft. Es wird überprüft, ob sich gespeicherte Daten für Bonusgegenstände auf deiner PlayStation-Konsole befinden. Ja, das ist doch genau das, was wir wollten. Überprüfe, ob gespeicherte Daten für Bonusgegenstände vorhanden sind. Für gespeicherte Daten von Final Fantasy VII Rebirth Demo. Damit du das aus dem Verfügung kannst. Hätte ich das gewusst! Ein nützliches Set für Abenteurer. Wenn du schicksalhafte Missionen in Millionenbürger abgeschlossen hast, kannst du diesen Teil im Hauptspiel überspringen. Für gespeicherte Daten von Final Fantasy VII Remake, die haben wir. Auf deinem PlayStation 4-System oder deiner PlayStation 5-Konsole erhältst du die Spürermaterial Levitan. Ich hoffe, wir haben das auch. Ich hoffe, ich habe meine Spielstände übertragen können von 4 auf 5. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Für gespeicherte Daten von FF7 Remake Episode Intermission auf deiner PS5-Konsole erhältst du die Beschwörermaterie Ramu. Okay, ja. Bitte überprüfe, ob ich das habe. Ich hoffe, das ist alles da. Spielstand von Final Fantasy VII Remake gefunden. Öffne im Hauptmenü unter System das Menü DLC und Bonusgegenstände, um die Beschwörermaterie entgegenzunehmen. Intermission hat er auch gefunden. Das ist schon mal gut. Sehr, sehr gerne. Kleiner Einwurf. Meinerseits ist es noch sehr laut. Ja, warte. Das ist gut. Ich guck mal. Oh, warte. Ich guck mal ganz kurz. Vertikal invertieren. Was ist das jetzt? Kamerasteuerung? Nee, Standard ist okay, ne? Oh. Wie mache ich das aus? Mein Controller macht Geräusche.
Das soll so nicht. Ach so. Bestimmte Soundeffekte über den Lautsprecher? Nein, besser alles über Rechner, ne? Ja, das ist besser so. Aber ich mache noch mal ein bisschen leiser. Aber ist echt krass, dass das so laut ist dann bei euch. Das kommt halt direkt aus dem System sozusagen. Ich gucke gleich mal. Ich habe es jetzt noch mal auf 20 gestellt, also noch mal 10 runter. Schauen wir mal, was ist das jetzt die Schwierigkeit? Ja, normal. Normal ist okay. Spiele die anspruchsvolle Kämpfe bevorzugen. Für absolute Profis. Ich überlege gerade einfach zu nehmen, aber das ist mir ein bisschen zu peinlich. Aber wir sterben bestimmt. Bei dem DLC von Jaffi bin ich, glaube ich, richtig oft gestorben. Ich weiß gar nicht. Das war irgendwie super schwer. Aktiv oder klassisch für Spieler, die volle Kontrolle im Kampf bevorzugen. Aktionen werden manuell ausgeführt. Klassisch. Ich habe die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Mit Aktionen werden automatisch ausgeführt. Ich weiß nicht, wie viel wir da hatten, aber ich glaube, klassisch war ein bisschen mehr angenehm als früher. Verzeihung, dieser Knarzestuhl. Live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgard sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7 und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Typisch Final Fantasy 7. Einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodieren? Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße.
Ein Verdächtiger scheint geflohen. Ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Mist, film schnell was anderes. Hey, hier. Ruf das Rettungsteam! Die Zielperson wurde gebracht! Wir bringen sie per Hubschrauber raus! Beeilung! Wir heben ab! Hey, was damit? Sorry. Pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Markenvergiftung. Marke! Ich glaube, das war ganz klug, weil sie jetzt erstmal abgelenkt ist. Und von mir sind gerade ihn. Eris! Dahin geguckt? Ja, ne? Wir müssen darüber hingehen. Ich muss erstmal wieder klarkommen, ich habe so lange nicht mit dem Controller gespielt. Was war denn nochmal was? X ist nicht. Also springen können wir nicht. Wie geht denn springen? Oh Gott, ich hab nicht mit dem Controller gespielt. Ich weiß das gar nicht. Ist das wirklich? Wirklich gar nicht. Wie macht man das nochmal? Wie macht man Sachen kaputt? Achso, wir haben ja auch noch. Okay, aber es geht bestimmt da hoch. Wir verpassen gleich nicht. Jetzt haben wir wieder Kisten. Du bist ja lieb, ist alles. Wobei es jetzt halt eigentlich voll wichtig ist, dass wir da hingehen, ne? Weil der Heli ist abgestürzt. Da waren unsere Freunde dran. Gar nicht mehr klar. Was ist denn so lange her? Uiui, ich bin so behindert mit der Steuerung, ne? Tut mir leid, wenn die Kameraführung hier gerade super kacke ist, aber das bin ich. Los, greif an! Genau!
Das ist ja ein gutes Versteck. Einmal mit Profis. Aber wir müssen doch Red 13 ich verstehe das nicht. Retten. Was ist hier das los? Ist viel wichtiger. Harris. Ich bin zurück. Die ist doch jetzt nicht tot. Die ist doch in Final Fantasy 7 auch nicht. Endlich wieder Final Fantasy. Ja, das ist wie früher. Ich glaube, jetzt kann man öfter speichern, oder? Nee, ich glaube, es gibt immer noch Speicherpunkte. Da muss man lass mal hören. Dieser Sephiroth. Was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Haben wir die beiden jetzt schon? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Held. Ja, der Fall eines Helden, das trifft's ganz gut. Der ist irgendwann leider durchgedreht und hat seine komische Psycho-Experimentenmutter aus irgendeinem Wasserglas geklaut. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also, mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Diese Leute, ne? Die ist das schwierig. Also bist du bereit? Ziemlich gut. Klar doch, klar doch. Gar nicht. Verkleiden müssen. So leicht. Und Wettbewerb. Kinder. Der hat noch das Feuer der Jugend. Hey. Der hat noch Energie. Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makroreaktor untersuchen. Ach, der, wo die gruselige Mutter liegt? Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Da, wo er herkommt. Das ist ja meine Heimat. Hör auf! Ungeheuer versperren den Weg! Ungeheuer? Los! Ein Problem. Jawohl! Die
schaffen wir locker. Er macht bestimmt sowieso so wie früher im Spiel einfach mit einem Schnitt so 9999 Schaden. Das war früher schon so. Dem war alles Rotten, wenn man vielleicht spielen durfte. Ja, sage ich ja. Er macht das. Die Legende. Ja, wirklich. Ja. Das ist so, wenn man immer so klappert. Warte im Wagen. Nichts da! Geht schon! Go! Ohne Bildspiel! Oh, er macht aber nicht den Schaden. Er macht ja genauso wie die Schaden wie wir. Au, Alter. Ja. Achso, ich muss nicht probieren. Zu spät gewesen. Ja. Schön in Szene gesetzt. Ja, das war easy, ne? Aber war ja auch nur einer, den wir jetzt tatsächlich noch hatten. Sephiroth war eine Klasse für sich. Das ist ja immer noch, nur irgendwie... ja. Gegenwart? Ihr also haben wir sie doch nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Hm. Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Ungeheuer? Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Stimmt, wir sind da glaube ich auch. Da wurde dann nicht tiefer irgendwie erstochen oder so. Tut mir leid, wenn ich jetzt spoiler. Aber ich versuche mich zu erinnern, was früher war. Also ich glaube, ich weiß da noch so ein paar Parts. Ein paar Sachen sage ich jetzt lieber nicht. Oder ich sage am besten jetzt gar nicht mehr, was ich noch von früher weiß, was so lief, weil das wäre halt alles gespoilert. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Ja. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Nein. Mein Vater... Haben Sie gesehen. Moment mal. Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Ist auch lecker. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Magie. Bis zum Abend bist du freigestellt. Weil er eigenen Kram machen will, ha? Mhm. Und wir dürfen jetzt die Stadt erkunden. Das Hauptmenü. Mit drei Strichen öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen, deine Ausrüstung wechseln und Materia in Waffen und Accessoires einsetzen. Das Prinzip ist mir noch klar, aber wahrscheinlich müssen wir trotzdem nochmal so ein bisschen von vorne anfangen. Außerdem hast du hier die Möglichkeit, im Menüpunkt Einstellungen unter System viele Spieloptionen nach deinen Präferenzen zu konfigurieren. Gab es das früher auch schon? Was ist denn vergrößern? Ach so, vergrößern. Okay. Im Gelände kannst du mit Kreis spezielle Bewegungen wie Rollen oder Springen ausführen. Welche Bewegungsart dir zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Terrain ab. Der Steuerungsart und Clouds Gemütslage. Ach, davon auch noch. Okay. Speichervorgang. Kontrollpunkt aktualisiert. Geliebte Heimat.